Lewandowski, also frühere Rückkehr möglich, allerdings nicht so früh, dass es für Samstag gegen Leipzig klappen kann. Ist den RB-Spielern und dem Trainerteam das eigentlich ganz recht, dass er nicht mitkommt? Ich glaube schon. Ich denke, dass Lewandowski natürlich mit seiner Qualität, die er hat, vor allem auch immer wieder auch beweist, in diesen Top-Spielen präsent zu sein. Ja, dass wenn so ein Spieler beim Gegner ausfällt, kann das schon auch ein kleiner Vorteil für RB sein, ganz klar. Ihr Ex-Verein also gegen die Bayern als Topspiel der Bundesliga. Was war denn damals zu Ihrer Zeit noch in der Regionalliga der größte Vergleich? Haben Sie das noch im Kopf? Also so richtig nicht mehr, wenn ich ehrlich bin. Man muss ganz klar sagen, dass diese Entwicklung, die der Verein genommen hat, ja, das ist schon sehr, sehr beachtlich. Vor allem auch, wie die Mittel eingesetzt werden, ja, um dann letztendlich nach ein paar Jahren dann wirklich um den Titel mitspielen zu können. Das ist schon grandios. Also, wie sich die Zeiten ändern. Na, jetzt geht es um die größten Titel. Ja. Vergangenen August, Champions League Halbfinale, das dürfen wir auch nie vergessen. Muss RB gewinnen am Samstag, um noch die Meisterchance zu haben? Also, ich denke, absolutes Schlüsselspiel jetzt um die Meisterschaft. Wenn RB dieses Spiel wirklich zieht, dann ist wirklich Riesenspannung wieder im Titelkampf vorhanden. Und ich glaube aber auch, wenn sie dieses Spiel verlieren sollten, dann ist die Meisterschaft entschieden, weil es immer weniger Spiele werden, klar, und sich Bayern das dann nicht mehr nehmen lassen.